Kollegen, die wussten irgendwie nicht, die das Auto gebracht haben, dass es der 820 ist. Die haben einfach nur vom Schlangenwagen gesprochen. Mercedes-Tourenwagen mit Kompressor, der hat immerhin aus 40 PS schon ordentlich Tempo gemacht. Das wurde von den Berliner Taxifahrern gern genutzt. Den Wiederaufbau Deutschland hat man damit betrieben, also auch eine ganz interessante Geschichte. 170S Cabriolet A. Sieht aber wirklich schick aus. W110, ja, ich glaube, an das Auto können sich noch relativ viele auch auf der Straße erinnern. Das ist der Mercedes-Benz 600, bis 81 gebaut. Ja, der Baby-Benz, das war der erste kleine Mercedes, 82 bis 93. Ein richtiger Erfolgstyp für Mercedes. S600 Pullman, 5 Tonnen schwer. 5 Tonnen schwer. Also dieses Auto, das schiebt man nicht. 300 SL, das ist natürlich ein Traum. Ich glaube, das ist der Traum für viele. Das ist einfach ein richtig cooles Auto. Ja? Sensationell. Hier haben wir den F800, ein richtig schickes Auto. Eine Studie, die in Genf gezeigt wurde das erste Mal. Im Jahr 2010. Spannend finde ich hier das Auto, steht hier bei uns im Vogel Convention Center und der Versicherungswert 2,5 Millionen Euro. Schon eine ganz schöne Nummer.